irgendwo. Sind die dafür zuständig, dass es hier so eine schlechte Luft geht oder gibt? Oder warum müssen wir die jetzt kaputt machen? Und wenn ja, also wenn wir die kaputt machen müssen, warum? Also wenn die jetzt, wie gesagt, nicht dran schuld sind, ich wollte jetzt meinen Satz zu Ende bringen, warum müssen wir sie dann zerstören? Ich glaube, persönlich ist das ein Problem. Ein echtes Problem. Oh, was wir für ein Problem. Ich glaube zum Beispiel das Problem, dass ich nicht rauskomme aus der Ecke. Gut, das müssen wir jetzt anders lösen. Kannst du dich schneller ein bisschen regenerieren, weil ich würde gerne Luft zum Atmen haben. Danke. Danke, danke. Very aufmerksam from you. So, und ich laufe jetzt. Nimm jetzt die Beine in die Hand. Komm, komm, komm. Kann ich denn eigentlich diesen Ball... Ne, kann ich nicht. Ist er hier irgendwo? So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich da hoch. Aber warte mal, hä? Da komme ich jetzt, da kam ich ja vorher nicht rein, oder? Warte mal, ich bin doch da hinten lang gelaufen, oder? Ah, oder? Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur das, was vorher versperrt war. Oh ja, oh ja. Ist jetzt entsperrt, glaube ich. Ich mag bloß nicht halt wirklich reingehen, weil ich nicht weiß, ob da nicht irgendwo der Hunter noch rumdümpelt. Nee. Ja, passt. Da müssen wir nicht rein. Lauf, 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 lauf. Nimm die Beine in die Hand. So. Ich habe immer noch genug Plasma-Energie. Es ist immer noch okay. Und ich habe auch noch genug Kohle, oder? 56.000. Boah. Das war jetzt aber keine coole Aktion. Okay, ich hätte jetzt einfach durch den Raum durchgekonnt, aber bringt mir jetzt ja nichts. Also die Ishimura ist ziemlich baufällig. Fällt alles auseinander. So, wo geht's jetzt lang? Nach links irgendwo. War ich hier schon mal? Kam ich von hier? Gott, ich weiß es nicht, glaub schon. Ah ja, hier bin ich rein und dann hat der... Okay, ja, okay, 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 okay. Und irgendwas ist gerade explodiert. Destroyed Tendril in Deluxe Quarters. Aha. Jetzt kommen wir also in die Deluxe Quarters. Ja, ganz was Tolles. Dann müssen wir in den Fahrstuhl hoch. Das ist locked. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Und ich... Ah, okay, ich gehe davon aus, wir müssen jetzt die Tendrils, ich habe das irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt, wahrscheinlich kaputt machen, damit der Marker nicht mehr so eingesponnen ist. Und wir den dann bewegen können. Weil wir müssen den ja auch irgendwann aus dem Raum rauskriegen. Okay. Ganz geschmeidig bleiben, bitte. Mhm, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Verstehe, ich verstehe. Da ist ein Store. Plasma-Energie nehme ich. Und hier ist alles zugewachsen, das heißt, hier kann ich nichts machen. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie
die Quarters kommen. So, Store kann ich aber benutzen, oder? Kann ich aber was verkaufen? Nein, kann ich nicht. Kann ich was dazu kaufen? Könnte ich. Muss aber nicht sein. Ich kann ja mal bis zu 50.000 wieder ein bisschen was kaufen an Plasma-Energie. Kaufen jetzt einfach immer regelmäßig nach. Dann haben wir immer genug Schuss und können auch panisch rumballern. Immer gönnt sich ja sonst nichts. Ja, Daniels, ich hab's ja gehört, aber du kannst auch ein bisschen was machen. Weiß zwar nicht, was du die ganze Zeit machst, aber Isaac ist wirklich beschäftigt. So, Deluxe Quarters, sind da? Was ist los? Echt jetzt? Quarantine lifted. Die war mit ihren Quarantines hier. So, sieht immer noch ganz gut aus. Das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass der Impossible-Modus, der soll jetzt eigentlich ja mehr oder weniger nicht anders sein als der Hard-Modus, den wir gerade spielen. Nur, dass man da irgendwie bei einem Tod ist man raus, glaube ich. Man kann dann zwar weitermachen, aber man müsste dann in Hard, man müsste in Hard weiterspielen, wenn man Impossible genommen hat. Das heißt, dann würde man das Achievement nicht mehr bekommen. Man hat einen Speicherpunkt und wie gesagt, wenn man stirbt, dann ist Schicht im Schacht. Dann glaube ich, kann man immer nur ab dem Speicherpunkt weitermachen, den man zuletzt gesetzt hat. Ich glaube, da muss man sich dann ganz genau überlegen, wann man den setzen möchte. Oh, warte mal. Kann man die dann nicht rausreißen? Ups. Boing. Cool, den habe ich zurück in den Lüftungsschacht geschossen. Ja, dann gönn dir mal da hinten. Ich bin bewaffnet, ja. Ich habe ein Rohr dabei. Ich habe keine Angst, es zu verlegen. Irgendjemand lacht da. So gut war der Witz doch gar nicht. So. Scheiße. Ich muss mal kurz hier weg. Ich muss mal kurz. Oh mein Gott, nein. Was ist denn da jetzt noch? Ein Bebe. Ein Lurky Lurky. Ganz gut, ja. Kannst du mal die Kinder ein bisschen besser erziehen, Kollege Hunter? Bin ein bisschen enttäuscht. Ja, das kann ich nicht. Warum bist du eigentlich noch da? Ich muss hier nicht hin. Ich muss wieder zurück. Ah, ich hätte mir das eigentlich sparen können. Ich hätte das nicht machen sollen. Ach, Mist. Ich hätte das nicht machen müssen. Ich hätte erstmal alles sammeln können. Jetzt bin ich irritiert. Moment, ich muss mal zurück. Jetzt lauf ein bisschen schneller. Bisschen schneller im Kreis. So, den haben wir. Wo ist er hin? Bebe, wo bist du?
Könnte es dann einfach nochmal sterben. So, wie viel habe ich noch? Wie viel Schuss? Ah, okay. Da hinten geht's weiter. Bin ich jetzt wieder draußen? Hast du vorhin über meinen Witz gelacht? Warst du das? Okay. Ich hab ja gesagt, er war nicht gut. Also so schlecht war er jetzt auch wieder nicht. Hm. Meine Güte. Wo ist denn jetzt eigentlich hin, der Hunter? So, hab hier ein... Moment mal. Eine Energiezelle. Und ich kam nicht dazu, hier weiter mich umzuschauen. Nein, das wollte ich nicht. So, muss man ein bisschen öfter benutzen, hier auch die Klingen von denen, auf die zu schießen. Oh oh. Isaac. Sorry, late shift. How are you? My mother, she's Octavia? How's she doing? She's dead, Nicole. They both are. She killed my dad, then herself. Oh. Yeah. The church. They took the bodies before I could up. Oh my God. Oh, Isaac, I'm so sorry. Fucking told you. Stop washing. Stop it. Just stop talking. Said she was herself again. You said she would be better at home. I trusted you. God. You might as well have killed them yourself. She was better. You told me to leave for the Ishimura. You pushed me to... You know what? Go to hell, Isaac. Nicole. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. She wanted to talk. I didn't. I'm sorry. I can make it right. I'm sorry. I can save us both. About everything. Tja, schwierig. Der Isaac hat jetzt der Nicole so ein bisschen die Schulter rangegeben. Was heißt so ein bisschen? Er ist da volle Breitseite reingefahren. Ich glaube, die Nicole hat sich ja um die Mutter von Isaac so ein bisschen gekümmert, weil die war ja bei den Ornithologen, hat sich da irgendwie mit ihr beschäftigt und meinte dann auch irgendwann, dass es ihr gut genug geht, nach dieser ganzen Gehirnwäsche von den Ornithologen, dass sie halt wieder ein normales Leben führen kann. Okay. Du kannst hier weiter rumhängen. Ich wollte einfach nur mal schauen, ob es hier noch was zu sammeln gibt. Lass dich dabei nicht stören, was du da tust. Und ja, der Isaac hat dann wohl der Nicole gesagt, sie soll unbedingt auf der Ishimura arbeiten. Das ist eine super Chance. Also so war es ja im Original. Also Nicole hat diesen Platz auf der Ishimura bekommen. Und der Isaac hat mehr oder weniger sie dazu überredet, auch den Job anzunehmen, weil es einfach eine super geile Möglichkeit für sie war.
Erfolg damit zu haben. Na komm. Geht da nicht auch noch irgendwas rum? So. Erfolg damit zu haben und sie soll auch auf dem Schiff anfangen, weil das Schiff ist ja auch so wichtig und... Hast du nicht gesehen? Doors und Lights. Turn on. Was kann ich jetzt machen? Mein Gott, war ich hier nicht schon? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Oh, okay, hier war ich noch nicht. Plasma-Energie. Habe ich damit jetzt diese Tür hier aufgesperrt, oder was? Oh, Master Override. Flamethrower-Upgrade. Sehr gut. Und ein Semikontakt, ein goldener. Credits. Ah, okay, dem hätte ich einfach nur folgen müssen. Das heißt, die war vorher auch verschlossen, die Tür. Ah. Hätte ich das da jetzt nicht reingesteckt, die Energiezelle, dann wäre ich niemals hier reingekommen in diese Deluxe Quarters. Aber hier ist jetzt nicht viel zu finden. Wir lassen dich da einfach mal liegen für den nächsten, der hier reinkommt. Der kriegt hier den Schock seines Lebens. Da muss ich lang. Vielleicht soll ich auch mal wieder abspeichern. Jetzt muss der hinten lang, oder? Ja, okay. Jetzt speichere ich aber mal ganz kurz. Einfach nur, damit ich wieder einen neuen Stand habe. Ich glaube, wie lange ist der schon wieder her? 21. 20. Was? 26. War schon wieder einige Tage her. Ich kam leider in letzter Zeit nicht oft dazu aufzunehmen und dann sind da immer so viele Tage zwischen und dann erinnert man sich wieder nur an die Hälfte von dem, was man eigentlich machen wollte und schon erledigt hat. Mir vor allen Dingen bei Signalis aufgefallen, wo ich dann halt mehrere Sachen irgendwie, weil ich so versetzt aufnehme, dann doppelt vorlese. My friends, is this what you hope for when you signed your lives away to the church? Does this carnage look like transcendence? I don't know what lies beyond death. Not anymore. But I do know our lives are more than just fuel for convergence. If we work together, we can fight this evil. It's not too late. Please. Ah, Dr. Kain. Ja, der ist dem vom Glauben abgefallen. Also als der den Marker da entziffern wollte, hat er gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und das, was die Unitologen glauben, ist nicht mehr ganz so... überzeugend für ihn, wie für die anderen. Und ich wollte eigentlich keine Leisten mehr ankündigen, aber ich habe jetzt gemerkt, dass sich viele Leisten nicht automatisch ergeben. Wie zum Beispiel für den Isaac Clarke, da ist es ja so, das hatte ich ja schon mal in einem alten Projekt mal gezeigt, auch in Dead Space 3, dass ja der Isaac Clarke sich aus zwei Namen zusammensetzt von Science-Fiction-Autoren. Und da gibt es einmal den Isaac Asimov und einmal den Arthur C. Clarke. Und ich würde mal sagen, wir blenden mal den Isaac Asimov mal ein. Weil er jetzt der Namensgeber, sage ich mal, für den Vornamen von Isaac war. Und so ein kleiner Fun-Fact am Rande, die von Striking Distance haben wir dann Callisto-Protokoll gemacht. Das sind ja die damals bei Dead Space, bei dem Original beteiligt waren, die ganzen Entwickler oder viele von denen und auch der Glenn Schofield. Und haben ja dann ihren Protagonisten Jacob Lee genannt. Und ich glaube, soweit ich es verstanden habe, ist der Jacob in der Bibel der Sohn von Isaac. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Das ist einfach nur so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ich darf nur nachher nicht vergessen, den Arthur C. Clarke nochmal zu erwähnen. Ah, hier sind die ganzen... hier sind die ganzen Captains von dem... von dem Schiff. Ah, kann man nicht abnehmen.
Da hatten wir auch mal einen weiblichen Captain. Und da auch. Ah, okay, man hätte das zur Seite nehmen können und dann wäre dahinter der Kontakter gewesen.